Hallo, im vorherigen Video haben wir uns über Webserver an sich unterhalten. Ein Webserver ist ein optimiertes Stück Software, um Daten auszuliefern, Anfragen, HTTP-Anfragen entgegenzunehmen, zu verarbeiten und Daten auszuliefern. Er ist aber hauptsächlich dafür optimiert, statische Daten auszuliefern. Wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, wie wir auf der Serverseite Flexibilität durch Programmierbarkeit einführen können. Das machen wir in diesem Video. In diesem Video schauen wir uns an, was eigentlich die Fragestellung ist, wie wir eigentlich einen Webserver unterscheiden sollen oder müssen von einem sogenannten Web-Framework, wie die beiden auch zusammengehören. Wir schauen uns ein paar Beispiele oberflächlich an, und ein Beispiel gehen wir etwas mehr ins Detail. Das ist hier kein Programmierkurs, aber ich hoffe, genügend Appetitanregungen zu vermitteln, dass Sie sich das hier mal etwas näher anschauen, das sogenannte Django-Framework. Ist eigentlich sehr nett, man kann mit wenig Aufwand schöne Resultate damit erzielen. So, was ist das Problem? Das Problem ist, wenn Sie sich einen typischen HTTP-Server anschauen, ich habe ja betont, dass der auf Effizienz ausgelegt ist, dass der schnell Anfragen verarbeiten soll, dann ist er genau dafür gut. Er kann Anfragen verarbeiten, zerlegen in ihre Bestandteile. Sie erinnern sich an die Konfigurationsdatei. Er sorgt dafür, dass die Antworten ausgeliefert werden über mehrere Arbeiterprozesse hinweg und so weiter und so weiter. Kann sich die statischen Daten von Platte oder Cache holen und das alles tun. Wir haben aber auch noch die Forderung, dynamische Berechnungen durchzuführen durch GET und POST, die auf Programme zeigen sollen, die dann Benutzereingaben verarbeiten sollen, die entweder in der URL mit Fragezeichen übermittelt wurden oder in Parametern unseres Requests oder sonstige lokal vorhandene Informationen verarbeiten sollen. Der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Die Frage ist also, wenn Sie sich alle diese Beispiele anschauen, alles das sind Beispiele, die ein Webserver bearbeiten können muss. Die Frage, die sich stellt, ist, was ist hier immer das Gleiche und was muss man bei diesen einzelnen Fällen jeweils adaptieren? Was unterscheidet sich in den einzelnen Fällen zwischen statischer und dynamischer Ausführung insbesondere? Und die Frage ist, was passiert oft, weil es immer wieder vorkommt? Und wenn es oft passiert, dann sollte das schnell und effizient passieren. Was ist andererseits vielleicht nur selten der Fall? Was wird nur selten benutzt oder ausgeführt? Dann ist hier Effizienz vielleicht nicht der entscheidende Punkt im Vergleich zu leichter Programmierbarkeit, leichter Wartbarkeit. Nicht? Das ist der übliche Trade-off, optimize the common case, aber macht den non-common case bequem zu bearbeiten für einen Entwickler oder Programmierer. Okay, so, was ist denn oft und was passiert denn selten? Oft ist das, was immer wieder passiert, nämlich eine Anfrage entgegennehmen, die Anfrage in ihre Komponenten zerlegen. Sie erinnern sich an das Nginx-Konfigurationsdateibeispiel. Statischen Inhalt auszuliefern passiert typischerweise in praktisch jeder Anfrage. Sie werden immer, wenn Sie eine Webseite zurückliefern sollen, irgendwelche statischen Teile haben. Sie werden Stylesheets haben. Sie werden statischen Textbausteine haben. Sie werden irgendwelche Bilder, Logos oder Ähnliches mit ausliefern müssen. Das ist immer wieder gleich. Da lohnt sich Programmierbarkeit, Flexibilität eigentlich nicht. Da brauchen Sie Konfigurierbarkeit, aber das haben wir mit Nginx in einer ASCII-Datei erledigt. Was im Vergleich selten passiert, ist das individuelle Abarbeiten einzelner Funktionen, die sich auch sehr unterscheiden werden durch die Benutzereingabe, aber jede URL mag vielleicht auf eigene Funktionen zeigen, die Sie hier jeweils dann aufrufen müssen. Hierfür brauchen wir ein elegantes, einfaches Konzept, bei dem Effizienz nicht unbedingt primär im Mittelpunkt steht, sondern leichte, elegante Implementierbarkeit. Wenn dem aber so ist, wenn wir also Teile haben, die deutlich unterschiedliche Anforderungen haben, effizient immer wieder, hohe Rate, effizient nicht unbedingt die primäre Sorge, aber Eleganz und Bequemlichkeit für den Programmierer, dann bietet es sich an, das auch in zwei Teile zu zerteilen. In folgendem Sinne. Für die immer wieder auftretenden Dinge nehmen wir ein hochoptimiertes System, ein hochoptimiertes Programm, das genau das kann. Anfragen entgegennehmen, statische Inhalte ausliefern. Das ist der Webserver im engeren Sinne des Wortes. Das wäre etwas, was ein Nginx, ein Apache HTTPD eigentlich gut kann. Dafür ist er da.
Dem zur Seite stellen wir ein Web-Framework, das genau dazu da ist, individualisierten Code auszuführen, den wir als Reaktion auf bestimmte Benutzeranfragen jeweils erstmal finden müssen, welchen Code brauchen wir, wie führen wir ihn aus. Dafür schauen wir uns gleich eine ganze Reihe von Beispielen an. Ich möchte hier aber gleich vorwarnen, wenn Sie sich hier versuchen einzulesen, Sie werden teilweise leidenschaftliche Debatten finden, was denn jetzt das beste Framework ist und warum Ruby on Rails unbedingt besser ist als alles andere. Solche Diskussionen sind meistens zwecklos an der Stelle. Folgen Sie Ihren eigenen Vorlieben und das, womit Sie sich wohlfühlen, glauben Sie nicht unbedingt alles, was in irgendeinem Diskussionsforum steht. Schön. Was soll denn jetzt so ein Web-Framework eigentlich können? Ein gutes Framework sollte ein paar Dinge unterstützen. Ein gutes Framework sollte insbesondere diese Brücke schlagen können von einer URL, die hier eher URI-Funktion hat im Sinne von, die URI identifiziert, welche Teile des Codes, welche Funktionen ausgeführt werden sollen und gegebenenfalls mit welchen Parametern versehen. Man spricht hier vom sogenannten URL-Routing oder URL-Dispatching. Es geht darum, Teile der URL dazu zu benutzen, zu sagen, es ist dieses Stück Code oder jenes Stück Code, je nachdem, was in der URL steht. Wie Sie das jetzt strukturieren, ob das jetzt Funktionen, Objekte, Methoden von Objekten oder sonst etwas sind, das hängt sehr vom Framework ab. Da gibt es nicht die eine Antwort. Aber die generelle Idee ist, Parameter der URL, GET mit Fragezeichen, POST mit Parametern im Request, die sollten wir sinnvollerweise durchreichen können an den identifizierten Codeabschnitt, die Funktion, die Methode und diese Parameter aus der URL in dieses Codestück, in diese Methode hinein transportieren als Aufrufparameter, als den tatsächlichen Wert. Das ist mit der wichtigste Punkt. Das ist ein Punkt, der die Nutzbarkeit und Bequemlichkeit eines solchen Frameworks bereits stark charakterisieren kann. Wenn das hier gut gemacht ist, haben Sie sehr viel gewonnen. Wenn Sie hier ein Web-Framework bauen, das auch kompliziertere Dinge unterstützen soll, dann ist ein typisches Beispiel, dass Sie Webformulare ausfüllen wollen. HTML unterstützt Formulare, die Sie ausfüllen können, Werte eintragen, an den Server übergeben. Dann bekommen Sie die einzelnen Parameter dieses Webformulars, die Werte, die in das Webformular eingetragen wurden, als entsprechende Parameter. Eine typische Frage ist, sind das denn richtige Werte? Ist das denn plausibel, was da drin steht? Sie möchten dieses Webform validieren, noch ein Teil der Eingabeverarbeitung. Sie wollen das validieren und vielleicht direkt unmittelbar, bevor Sie irgendetwas Kompliziertes tun, bereits entscheiden können, nein, es gibt keinen 31. Februar als banales Beispiel. Oder nein, wir haben ein Schuhgeschäft, das Schuhe der Größe 117 ausliefern soll. Nein, so etwas gibt es nicht, das brauchen wir gar nicht weiter verarbeiten, das ist Unsinn. Also eine Validierung, eine elegant gemachte Validierung kann sehr hilfreich sein für Webformulare. Wenn es dann an das Produzieren der Resultate geht, dann müssen Sie ja eine Webseite erstellen, typischerweise auf der Grundlage der Ergebnisse, die dieser ausgeführte Code erstellt hat. Das war ja die Idee, nicht? Sie führen ein Stück Programmcode aus, das macht irgendeine Ausgabe auf Standard Out und das wird die Webseite, die HTML-formatierte Webseite, die wir an den Browser zurück übergeben und der sie dann darstellen und rendern soll. Also wir müssen die Ausgabe irgendwie erzeugen. Klar, jetzt können Sie in Ihrer Methode hier irgendwelche Print-Print-Print-Print-Anweisungen einschreiben, die Ihnen eine HTML-formatierte Seite erzeugen. Das ist per se nicht schwer, ist aber außerordentlich unhandlich, schlecht lesbar, schlecht wartbar. Eine schönere Idee ist das sogenannte Templating. Sie schreiben nicht die einzelnen Print-Anweisungen hin, sondern Sie schreiben im Prinzip die Struktur der Webseite auf, sagen aber, dass sich der Webseite, die Sie als Antwort schicken möchten, sagen aber noch zusätzlich an einzelnen Stellen, hier, hier und hier sollen Werte eingesetzt werden, die sich aus der Ausführung dieser Methode ergeben haben. Im Prinzip machen Sie eine Parameterersetzung in ein solches HTML-Template. Es ist noch kein gültiges HTML, es müssen noch die Werte eingesetzt werden, aber nachdem das passiert ist, können Sie es zurückreichen an Ihren Browser. Das ist das sogenannte Templating.
Sie möchten Unterstützung für Sicherheit, Authentisierung, Autorisierung. Darf der Benutzer überhaupt das, was er tun will? Ist er überhaupt derjenige, der er vorgibt zu sein? Übliche Sicherheitsfragestellungen. Sie möchten in der Regel gerne eine Datenbank ansprechen können, eine Datenbank in einfacher Weise integrieren können, vielleicht noch Caching für Datenbankzugriffe direkt integrieren. Und oft werden Sie etwas finden, was sich ORM, Object Relationship Mapping, nennt. Das gehört jetzt eher in eine Datenbankvorlesung, deswegen hier nur kurz. Also eine typische Datenbank wäre Tabellen, die Sie mit SQL-Anfragen abfragen können. Select Stern from Tabelle, where Spalte sowieso ist größer 17. Na klar, das kann man machen. Auch solche SQL-Anfragen können Sie natürlich programmatisch erzeugen, an die Datenbank reichen und Sie bekommen eine Tabelle zurück. Kein Problem, kann man tun, ist aber unangenehm oder unhandlich. Schöner ist es oft, von vielen Leuten als schöner empfunden, ist es, wenn Sie diese Datenbank hinter einer objektorientierten Sichtweise verbergen können und Ihre Tabelle mit einzelnen Spalten und Zeilen vielleicht als eine Liste von Objekten mit entsprechenden Attributen auffassen können, sodass aus Ihren Datenbankoperationen Operationen auf Objekten oder Listen von Objekten werden. Das schauen wir uns im Django-Beispiel genauer an, dann ist das leichter zu sehen, worauf das hier rausfällt. Ein Object Relationship Mapping. Ein gutes Framework bietet Ihnen zusätzlich noch Support oder Unterstützung für Ajax und JavaScript-Integration, um die clientseitige Programmierbarkeit zu vereinfachen. Das schauen wir uns sinnvollerweise im Kapitel dort an. Das würde jetzt hier zu weit vorgreifen. Was Sie oft finden dann als Struktur für ein solches Framework insgesamt, ist ein sogenanntes Model View Controller Konzept oder die Abstraktion dabei. Das ist Ihnen bestimmt in der Softwaretechnik schon mal über den Weg gelaufen. Die Vorstellung Model View Controller oder auch nur Model Controller meint Folgendes. Eigentlich kommt es aus der Strukturierung grafischer Benutzerschnittstellen, ähnliche Anwendungen, und hat die folgende Vorstellung. Es gibt ein Modell. Das Modell hält alle Daten, alles Wissen, alle Regeln in irgendeiner Form, die meine abgebildete Wirklichkeit beschreiben. Es ist das Modell meiner Wirklichkeit, das ist die Quelle aller Fakten. Möglicherweise, typischerweise in einer Datenbank abgelegt. Vielleicht aber auch im Arbeitsspeicher, das ist hier erstmal nicht der entscheidende Punkt. Ich habe ein Modell, das mir meine Wirklichkeit beschreibt. Auf diese Wirklichkeit bzw. dieses Modell kann ich in unterschiedlicher Art und Weise draufschauen. Ich kann Views erzeugen, die mir dieses Modell übersetzt darstellt in eine für einen Benutzer nützliche Art und Weise. Ich kann vielleicht das Modell in eine Textdarstellung verwandeln, ich kann aus dem Modell Grafiken ableiten, ich kann das Modell vielleicht als natürliche Sprache ausgeben. Es gibt Unterschiede, denken Sie sich aus, was Sie sinnvoll finden. Sie können das Modell vielleicht auch einfach nur in unterschiedlichen Tabellen repräsentieren. Es ist vielleicht fast das Gleiche, aber es sind doch unterschiedliche Sichten, unterschiedliche Views. Views stellen das Modell nur dar, sie stellen die Daten nur dar, sie manipulieren nicht. Manipulation passiert über sogenannte Controller. Ein Controller ist dazu da, Benutzereingaben entgegenzunehmen, die dieses Modell in irgendeiner Form manipulieren sollen. Die Daten hinzufügen, verändern, löschen, was auch immer. Der Controller hat die Aufgabe, die Legitimität, Plausibilität, Richtigkeit dieser Veränderungen zu überprüfen und dann an das Modell weiterzureichen, sodass wir hier zu neuen Varianten unserer Modelldaten kommen. Ist das der Fall? Unterscheiden sich jetzt wieder viele Frameworks. Kann es noch sein, dass das Modell eigenständig Aktualisierungen der Views vornimmt, sodass Sie hier eine neue Sicht erhalten? Ihre Tabelle wird aktualisiert, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das hier finden Sie nicht immer. Ja, das ist das Model View Controller Konzept und das passt natürlich ganz gut auf so ein Web-Framework, nicht? Das Modell entspricht einer Darstellung in der Datenbank. Views ist etwas, das Sie über eine URL ansprechen würden, eine Sicht Ihrer Daten erhalten, als Webseite zurück an Ihren Browser transportiert
Und ein Controller wäre etwas, das eine Manipulation des Modells vornimmt. Also zum Beispiel eine Push-HTTP-Operation durchführt, mit Parametern versehen, was zur Ausführung von entsprechenden Codebestandteilen führt, die den Controller realisieren und dann gegebenenfalls ihre Datenbank aktualisiert. Okay? Das ist die Idee des Model View Controller Konzeptes. Und wie gesagt, es findet sich in vielen Web-Frameworks in mehr oder minder expliziter Form wieder, das gut auf die typische Arbeitsweise eines solchen Web-Client-Server-Systems passt. So, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ich gehe hier ganz kurz über eine längere Liste von Beispielen drüber. Das hat gar keinen Zweck, sich hier die einzelnen Codebeispiele anzuschauen. Ich kann Sie nur einladen und ermuntern, da selber drauf zu schauen. Und dann schauen wir uns in 2.3, wie gesagt, das Django Framework noch etwas genauer an. So, eine sehr persönliche Wahrnehmung geprägte Liste von solchen Frameworks. Wenn Sie auf Übersichtswebseiten gucken, Sie finden Dutzende davon. Jeder hat natürlich sein Lieblingsframework und jeder findet das eine Framework am tollsten. Von daher sicherlich kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Priorisierung. Ich möchte auf zwei kleine Frameworks etwas hinweisen, Werkzeug und Flask. Naheliegenderweise sind das Python-Frameworks, da kenne ich mich etwas besser aus als in JavaScript oder Java, die ich einfach nicht kann. Muss ich einfach zugeben. Werkzeug ist ein Werkzeug im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein ganz rudimentäres, grundlegendes, fast eher ein Toolkit als ein Framework, also nur das Allernötigste, um eine Art Webserver zu schaffen, der auf einfache Applikationen direkt, auf einfache Requests direkt antworten kann. Werkzeug ist zum Schreiben einer direkten Webanwendung vermutlich zu niedrig granular. Vermutlich würden Sie eher etwas nehmen, das auf Werkzeug aufbaut. Und ein typisches Beispiel wäre Flask. Flask ist nach eigener Aussage ein solches Micro-Framework. Auch Flask ist immer noch sehr klein, sehr kompakt, sehr gut überschaubar. Sitzt auf Werkzeug oben auf, benutzt Jinja 2 als Templating Engine, schauen wir uns später noch an, und hat ein angenehmes Lizenzmodell. Code sieht irgendwie so aus. Sie importieren die entsprechende Klasse, erzeugen sich ein Anwendungsobjekt davon und diesem Objekt sagen Sie über Dekoratoren noch, welche URLs hier / mit welcher Funktion hier Hello verbunden werden sollen. Und der Return-Wert einer solchen Funktion, das ist das, was an den Browser zurückgeschickt wird. Also dieses Ding hier, wenn Sie es auch noch entsprechend installieren und starten, Sie müssen ihm noch sagen, welche Python-Datei benutzt werden soll. Wenn Sie dieses Ding hier starten und dann eine Anfrage auf Localhost Port 5000 machen würden, bekämen Sie Hello World zurück. Das ist alles, was da dahinter ist. Mehr passiert da nicht. Sehr schön. Flask ist toll, wenn Sie etwas Kleines, Kompaktes, Schnelles, Einfaches, ohne großartige Komplikationen brauchen, kein ORM in irgendeiner komplizierten Art und Weise, kann ich nur ermuntern, schauen Sie sich Flask an. Sie machen bestimmt nichts falsch, wenn Sie das benutzen. Ja, Tornado mit ebenfalls Beispielcode, Fastify aus der JavaScript-Ecke mit Beispielcode und so weiter und so weiter. Lassen Sie uns Django etwas genauer angucken. Django ist ebenfalls, kommt aus der Python-Welt, ist dort ein sehr populäres Framework, findet sich auch in vielen großen Anwendungen eingesetzt. Schauen Sie auf die Webseite mit den entsprechenden Referenzen dazu. Es ist ein Model-View-Controller-Ansatz, der eng an eine SQL-Datenbank angebunden ist, also direkten ORM, Object Relationship Mapping, an eine SQL-Datenbank macht. Die Idee ist ungefähr folgendermaßen. Sie schreiben die Modellbeschreibung für das ORM als Python-Klassen und diese Python-Klassen werden in SQL-Tabellen übersetzt. Präziser formuliert, aus den Python-Klassen werden SQL-Anweisungen generiert, die SQL-Tabellen anlegen und darauf zugreifen können, sodass Sie dann ein SQL-Select machen können, indem Sie auf Listen von solchen Objekten arbeiten.
oder auf Spalten zugreifen, indem sie entsprechende Attribute ihrer Objekte benutzen. Sie schreiben zusätzliche Views, das ist ein Model View Controller, sie schreiben Views, die sie über Konfigurationsdateien an einzelne URLs binden. Sie haben also einzelne URLs, die sagen, okay, wenn hier in diesem Teil der URL Folgendes steht, dann bitte diese Methode ausführen. Diese Views gehören zu Python-Klassen, sind Objekte in Python-Klassen, die die Parameter einer URL als Signatur aufweisen können, sodass Sie hier direkt in Ihre HTTP-Nachrichten direkte Übernahme der dort vorhandenen Parameter in Ihre Methodenaufrufe sehen. Und zum guten Schluss haben wir noch Templates. Sie haben eingebaute Templates oder etwas wie Jinja 2, um die Antworten direkt in HTML übertragen zu können. Und dieses entsprechende ORM-Mapping zieht sich in die Template-Engine mit durch. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ich würde vielleicht sowas hinschreiben, dass ich Modelle definieren möchte, indem ich mir die entsprechende Klasse importiere und eine Klasse Person erschaffe, indem ich ihr sage, es gibt ein First Name und ein Last Name als Attribut. Beide sind Charakterfelder mit der maximalen Länge 30. Das führt dazu, dass in meiner Datenbank eine Tabelle Person entstehen wird, die diese beiden Spalten besitzt. Mit Charakterfeld mit einer entsprechenden maximalen Länge. SQL lebt davon, dass Sie Verweise zwischen Tabellen herstellen können durch sogenannte Keys. Das können wir hier natürlich auch. Zum Beispiel könnte ich hier sagen, ich habe einen Musiker, Name, Vorname, Nachname, Instrument und ich habe vielleicht ein Album, das aus Beiträgen verschiedener Musiker besteht oder zunächst mal aus von einem Musiker und dem kann ich hier Rechnung tragen, indem ich sage, der Künstler, der dieses Album erschaffen hat, ist ein Verweis in die entsprechende Tabelle eines Musikers. Ist der sogenannte ist ein Foreign Key, ein Verweis in eine andere Tabelle. Und zusätzliche weitere Daten. Sie sehen, es gibt noch neben dem Character Field Datum, ganze Zahl. Es gibt vieles und vielerlei. Sie können E-Mail-Adressen, Sie können Zeitdauern, Sie können boolsche Werte, Sie können Bilder als Attribute wählen. Mit diversen Möglichkeiten, wie die vorausgefüllt werden oder nicht vorausgefüllt werden, welche Werte überhaupt zulässig sind, etc. etc. Lange Liste von Möglichkeiten, die Sie hier haben. So, diese Tabellen, wie gesagt, sind in einer SQL-Datenbank abgelegt, hinter einem Object Relationship Mapping versteckt. Sie arbeiten im Regelfall nur auf den Objekten. Sie sehen die SQL-Anfragen eigentlich gar nicht, können im Zweifel das aber auch durchgreifen, aber das kommt eigentlich selten vor. Welche Datenbank Sie jetzt benutzen, hat mit Praktikabilität und Anwendungszweck zu tun. Für Test und Entwicklung bietet sich etwas wie SQLite an, SQLite 3. Ich hoffe, das ist Ihnen mal über den Weg gelaufen. Eine dateibasierte, über Bibliotheksfunktionen realisierte SQL-Datenbank, die für solche Testanwendungen super ist, die aber für Produktionsdatensätze in aller Regel erheblich zu langsam ist. Dazu brauchen Sie eine vernünftige, fürs Deployment vernünftige Datenbanken. MySQL, Postgres, was immer Sie da gerne hätten, lässt sich unterstützen. Die Konfiguration können Sie in entsprechenden Konfigurationsdateien ablegen. Gängiger Anfängerfehler, Sie haben die Konfiguration IP-Port, Account und Passwort für Ihre Datenbankzugriffe in dieser Datei abgelegt und diese Datei stecken Sie in ein öffentliches GitHub-Repository und schwupp kann jeder auf Ihre Datenbank zugreifen, weil Sie ja das Passwort gerade veröffentlicht haben. Also etwas Vorsicht walten lassen an so einer Stelle. Schön, reden wir über das URL-Dispatching. Wie war das? Ich muss aufsagen, welche Teil meiner URL wie auf ein bestimmtes Codestück und auf Parameter für dieses Codestück abgebildet wird. Hier machen wir das etwas genauer so, dass ich es auf eine Klasse abbilde, die aufgerufen werden soll, wenn eine URL entsprechend passt. So, aufgerufen, eine Klasse aufrufen ist natürlich Quatsch. Genauer steht hier, auch wenn Sie es gerade nicht lesen können, genauer steht hier eine Klasse, die beim Eintreffen einer entsprechend passenden Anfrage mit einer entsprechend passenden URL
instanziiert wird zu einem Objekt und bei diesem Objekt werden Methoden aufgerufen, die dem HTTP-Request entsprechen. Also innerhalb dieser Klasse würden Sie Methoden get und put, zum Beispiel get, put, post realisieren, die dann aufgerufen werden, wenn Sie eine entsprechende URL sehen. Class to be called ist natürlich hier sehr verkürzt. Ein Beispiel, Sie müssen wieder bestimmte Imports machen. Sie importieren typischerweise auch noch Ihre Views in eine solche Konfigurationsdatei. Konfigurationsdatei ist natürlich Python-Code, aber das ist ja egal. Das ist etwas veralteter Code, das würde in aktuellen Django-Versionen etwas anders aussehen, aber es läuft auf die gleiche Idee hinaus. Sie würden etwas zum Beispiel sagen, wenn Ihre URL Articles 2003 enthält, dann könnten Sie sagen, Sie rufen einen View auf, der Special Case 2003 enthält, SView. SView ist, vergessen Sie SView. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Warum sollten Sie jetzt für jedes Jahr das tun? Natürlich sollten Sie das nicht für jedes Jahr tun. Typischerweise hätten Sie vielleicht Articles. Und dann sagen Sie noch, dass ich innerhalb dieser URL bereit bin, eine ganze Zahl, ein Integer entgegenzunehmen. Dieser Integer verpasse ich das Label Year und ich rufe dann auf den View Years Archive as View. Mit der Konvention, was wirklich passiert, wenn Sie ein Get auf ein solches, auf eine solche URL machen, würde ein Objekt von Views Year Archive erzeugt werden. Bei diesem Objekt wird die Methode get aufgerufen, die einen Parameter year übergeben bekommt, bei dem hier 2017 als Wert gebunden ist. Und das ist der Mechanismus dabei. Das funktioniert natürlich mit mehreren Parametern, mit irgendwelchen Parametern und natürlich reihenfolgerelevant. Das hier ist wichtiger als das hier, weil ja 2003 irgendein komischer Spezialfall ist, den Sie aus irgendwelchen Gründen anders abarbeiten wollten. Okay, das ist die Grundidee. Wie gesagt, Views. Views sind Python-Klassen, die von typischen vorgeprägten Views abgeleitet werden. Sie werden hier typischerweise Get und Post realisieren. Sie können auch Put, Delete, was weiß ich, hier als Methoden realisieren, aber die beiden werden Sie meistens brauchen. Abgeleitet Unterklasse von Beispielklassen, die zum Beispiel ein Template instanziieren mit Werten, die ein Webformular verarbeiten sollen, die eine Liste darstellen können, die für ein einzelnes Objekt irgendwelche Details angeben sollen und so weiter und so weiter. Das OO-Modell dahinter sind Mixins, um diese entsprechende Funktionalität zu realisieren. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man dieses Python-Denke von Mixin und Mehrfachvererbung nicht verinnerlicht hat, dann schaut das manchmal ein bisschen seltsam aus, wenn Sie die Django-Klassenhierarchie lesen und einfach nur Klassendeklarationen mit mehreren Oberklassen sehen und dann da überhaupt nichts passiert. Und Sie denken sich, na nu, wo ist denn der Code? Der Code entsteht durch das Einmischen, durch das Mix-In der entsprechenden Oberklassen. So, und wie gesagt, wann immer ein Aufruf, ein Request entsteht, über die URL-Konfiguration gematcht wird, dann instanzieren wir ein neues Objekt dafür, rufen die entsprechende Methode auf. Das heißt aber auch, dass Sie in den Objekten keine permanenten Daten ablegen können. Die sind verloren, nachdem Sie diese Anfrage bearbeitet haben, geht dieses Objekt wieder out of scope und wird durch den Garbage Collector vernichtet, sodass Sie da nicht mehr rankommen. Wenn Sie etwas aufheben wollen, können Sie gegebenenfalls Klassenattribute benutzen, aber das ist das riecht komisch. Eigentlich gehört Zustand in Datenbanken, gegebenenfalls in Cookies, diese an den Klienten zurückschicken. Ja, genau. Und die regulären Ausdrücke aus dem URL-Matching, die werden auf Methodenparameter abgebildet. Ein Beispiel würde sagen, ich brauche hier ein Template-View. Ich möchte gerne ein Template instanziieren. Und dann habe ich hier einen Article Detail, in dem ich über irgendeinen Artikel irgendetwas ansagen möchte. Ich würde als Klassenparameter dazu sagen, um welches Template es sich handelt. Ein Article Detail.html, das habe ich irgendwo aufgeschrieben, wie diese Antwort auf einen solchen Article Detail aussehen soll. Und den würde ich mit Details anfüttern.
Ich würde eine Get-Methode hier realisieren, bei der ich sage, es gibt ein Jahr, Monat, ein Slug. Slug als Unique Identifier, kurz gesagt. Das würde diesem Beispiel hier entsprechen. Wir haben also Article Detail, bei dem wir aus der URL ein Jahr, Monat und Slug entnommen haben. Das würden wir hier entsprechend in unseren Parametern der aufrufenden Methode wiederfinden. Und wir würden etwas tun, was man hier eine Kontextberechnung nennt. Diesen Kontext würden wir noch etwas hinzufügen. Der Template View würde dann dafür sorgen, dass alles das, was in diesem Dictionary-Kontext abgelegt wurde, die Keys des Dictionaries würden dafür sorgen, dass ich das, was als entsprechender Key in dem Template auftaucht, durch den entsprechenden Value im Dictionary ersetzt wird. Also eine sehr bequeme Methode, solche Antworten zu liefern. Eine reale Anwendung hätte hier natürlich mehr zu tun, als lediglich hier die Oberklasse aufzurufen, die ja vermutlich gar nichts tun würde. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen die Templates. Wir brauchen die Template Engine. Also, wie gesagt, wir möchten ein HTML-Dokument. Das möchte ich aber nicht mit Print, Print, Prints erzeugen. Ich schreibe das HTML-Dokument in einem für HTML geeigneten Editor auf, füge mir entsprechende Keys, entsprechende Tags, Marker in das HTML ein und benutze die Idee, dass ich ein Dictionary mit entsprechenden Key-Values benutze, um diese Werte einzufüllen. Das machen Sie natürlich nicht von Hand. Wie gesagt, dafür gibt es fertige Engines, die genau dafür da sind. Ein typisches Beispiel wäre Jinja 2 als eine sehr flexible, sehr vielgestaltig nutzbare Template-Engine. Die kann nicht nur HTML ersetzen, das können Sie im Prinzip alles Mögliche als textbasiert einfüttern. Sie haben in der Templating-Sprache direkt Schleifen, If-Abfragen und so weiter. Und Sie können darauf auf sowas wie dieses Context-Dictionary zugreifen, wenn Sie es aus so einem Template-View heraus benutzen würden. Typisches Idiom dafür. Ein solches Template als zum guten Schluss noch als Beispiel, dieses Text zu notieren, würde folgendermaßen aussehen. Sie können zweierlei Dinge tun. Sie können entweder direkt den Tag hinschreiben, den Sie hier als Key für das Nachschlagen des Values in diesem Dictionary benutzen würden. Das machen Sie mit zwei geschweiften Klammern. Zum Beispiel hier. Hier würden Sie in dem Context Dictionary den Key User nachschlagen. Sie würden davon ausgehen, dass das ein Dictionary ist, indem Sie einen Key URL nachschlagen können oder einen Key Username nachschlagen können. Sie können auch Dinge tun, Sie können auch Funktionen aufrufen. Das könnten Sie über geschweifte Klammer Prozentzeichen machen. Zum Beispiel können Sie damit Vorschleifen realisieren, indem Sie hier for User in Users. Users hier würden Sie erwarten, dass es in Ihrem Dictionary einen Key Users gibt, der eine Liste enthält, über die Sie mit User iterieren, sodass Sie hier direkt eine unnumbered List direkt unmittelbar erzeugen können. Sie können auch noch sogenannte Blöcke einfügen. Auch diese Jinja Templates haben ein grobes Vererbungskonzept, was sich hier sehr nützlich einfügt. Sehr gut. Das war ein kleiner Ausflug in die Praxis. Wir haben uns ein sehr leistungsfähiges Framework angeschaut. Ich würde Sie dringend ermuntern, egal ob das jetzt Django oder irgendein anderes ist, nehmen Sie sich irgendeines dieser Frameworks und schreiben Sie Beispielprogramme. Das müssen Sie für das Course Achievement ja sowieso, für die Studienleistung müssen Sie das ja sowieso tun. Also schnappen Sie sich so etwas, spielen Sie damit herum. Sie lernen was fürs Leben. In dem Sinne, ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.